Rage das Ganze nochmal. Okay, da hauen die irgendwie rein. Moin Leute, Trimax hier. Ich darf euch heute die neue Karte vorstellen. Dart Goblin oder im Deutschen Blasrohr Kobold. Hier seht ihr die Stats da, wo es interessant wird, sprich auf Level 7. Turnierstandard als seltene Karte. Und bevor wir gleich in einen Trainingskampf springen, reden wir ein bisschen über die Stats. Vom Leben her verhält er sich genauso wie die Prinzessin, weil er genauso viel Leben hat wie die Prinzessin. Sprich, er stirbt von Pfeilen und einem Kampfholz, aber nicht von einem Sepp wie die normalen Kobolde. Schaden pro Sekunde ist vergleichbar mit den Bogenschützen. Ich meine, die Bogenschützen kosten ja auch 3 Elixier. Die machen jetzt, das sind ja 2 Bogenschützen, sind wir bei 142 Schaden pro Sekunde und der Dart-Kobold hat 132 Schaden pro Sekunde. Also könnt ihr euch ungefähr da orientieren. Vorteil bei der Karte ist halt, sie ist schneller, deutlich schneller und hat mehr Reichweite. Sogar mehr Reichweite als fast jedes defensives Gebäude. Sprich, der Blasrohr-Kobold hat mehr Reichweite als eine Kanone, mehr Reichweite als ein Inferno-Turm, als ein Bombenturm und die ganzen anderen Karten. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Aber dafür ist die Karte halt auch sehr, sehr schnell tot. Ja, Bogenschützen überleben zum Beispiel die Pfeile. Aber das nur als Vergleich. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal in ein Gameplay mit dieser Karte, dass wir ein bisschen sehen können, wie sie sich verhält. Ich habe schon gesehen, wie der Blasrohr-Kobold, total bescheuertes Wort, sich verhält gegen eine Skelettarmee. War ganz interessant. Er greift schneller, also er greift öfter als jede Sekunde einmal an. Also er hat ein sehr, sehr hohes Attack Speed. Werdet ihr gleich sehen. Und ich hatte auch eben schon ein Gameplay, da hatte ich, ich packe jetzt mal hier den hin, greift relativ schnell an, ist dann halt auch gut gegen ein Kobold. Fast wieder gesehen haben. Und die Reichweite ist echt gut. Der hat jetzt auf der linken Seite angegriffen, greift sofort auf der rechten Seite an, ohne sich groß hin und her zu bewegen. Jetzt haben wir ihn am Turm. Mal gucken, wie viel Schaden er macht. Und das ist meiner Meinung nach für 3 Elixier vollkommen in Ordnung. Jetzt sehen wir den mal. Jetzt haben wir ihn gespiegelt. Das ist natürlich auf Level 8, nicht auf Level 7. Und auch den Baby Dragon kriegt er in Kombination mit dem Turm relativ schnell down. Also jetzt hat er da leider den Riesen überholt, aber auch dieser Schaden am Turm ist vollkommen okay. Ich zapp das Ganze mal, setz meine Elixierpumpe. Wir versuchen gleich mal 2 Dart Goblins auf einmal auf dem Feld zu bekommen. Und das Geile ist halt ähnlich wie bei der Prinzessin, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel da mit der Hexe kommt, dann hat man einfach mehr Reichweite. Ja, ich packe jetzt den Kobold auf die linke Seite und die Hexe greift den Kobold nicht an, aber der Kobold kann die Hexe angreifen. Und auch das bei einem Baby Jack oder bei irgendwelchen Einheiten, die den Kobold instant killen würden, kann man einfach sicher von der anderen Seite angreifen. Das geht mit der Prinzessin natürlich noch ein bisschen besser, aber die Prinzessin hat deutlich weniger, was macht er denn jetzt? Die Prinzessin hat deutlich weniger Schaden pro Sekunde und hat ja halt auch Flächenschaden, ne? Greift nicht mehrere, kann nicht auf so viel Schaden auf eine einzelne Einheit verursachen. Das ist jetzt hier nur ein Video mit ein bisschen Gameplay, damit ihr seht, wie die Karte funktioniert. Der eigentliche Guide oder Decks, wie die Karte spielt, muss man erst gucken, wie sich die Karte in der Meta verhält. Das werden wir dann die Tage sehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass diese Karte in den Top 200 der Welt gespielt wird. Ja oder nein? Verhält sich die Karte ähnlich wie der Klonzauber oder der Tornado, dass man ihn nicht so oft sieht? Oder wird das eine richtig, richtig starke Karte? Ich könnte es mir vorstellen, aber in welches Deck er passt? Also so eine Karte gab es ja noch nicht, ja? Single-Target-Damage auf große Distanz. Gab es bis jetzt nur vom Royal Giant, allerdings ist der Royal Giant, greift ja nur Gebäude an und ist ein Tank, also das ist was ganz anderes. Ich bin gespannt. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe genauso viel Material wie ihr jetzt hier gerade und weiß nicht, wie er ankommen wird. Wir springen mal in einen weiteren Trainingskampf. Ich werde jetzt mal versuchen, ein paar mehrere Dart Goblins zusammenzubekommen, sprich, ich werde ein paar Elixierpumpen aufstellen, das Ganze ragen und dann den Dart Goblin spiegeln. Apropos Dart Goblin spiegeln, ich glaube mal, mein Weltrekord-Team wird dann bald auch zeitnah einen Weltrekord mit der Karte aufstellen. Also könnt ihr auf jeden Fall ein Abo dalassen, um da nichts zu verpassen. Bin ich mal gespannt, wie viel man davon hinbekommt. So, Gegner macht gleich schon mal direkt Druck. Ja, für einen Bot natürlich nicht üblich. Jetzt, wo wir jetzt hier mal ein paar Elixierpumpen zusammenstacken wollen. Packt mal den nächsten rein. In den Trainingskämpfen passiert sowieso manchmal echt merkwürdige Sachen. Ich kann jetzt hier mal einen Dart Goblin hinsetzen. Da könnt ihr jetzt mal sehen. Guck mal, wie weit der Baby Dragon weg ist. Okay. Richtig harter Fail. Vorhin hat es noch geklappt. Ich setze ihn jetzt mal hier hin, den gespiegelten. Gut, die Kobolde greift er an. Vorhin hat genau das gleiche Szenario geklappt gegen den Baby Dragon. Ich hab mich da leicht versetzt. Eigentlich, wenn man das richtig platziert, kann dieser
Kobold sich dort dann um den Gegner kümmern. So, jetzt sollen wir mal ein paar Elixierpumpen hier stacken. Oh, der rechte Turm hat aber ganz schön was abbekommen. Ich müsste noch mal gucken, wie viel der Dart Goblin Schaden am Turm macht, wenn man ihn ganz alleine einsetzt. Das würde mich auch noch mal interessieren. Jetzt haben wir den Spiegel. Kriege hier überhaupt keine Elixierpumpen gestackt. Setz den mal ein. Der kann sich um die Kobolde kümmern. Jetzt das erste Mal hier das Ganze geraged. Kriegen wir mal ein bisschen mehr Elixier zusammen. Wir befinden uns gleich in der doppelten Elixierphase. Ich würde sagen, wir können mal beginnen. So, diesmal will ich es aber hinkriegen hier. Hier tun wir den Blasrohr-Kobold hin. Dann greift er jetzt den Baby-Dragon ein. Ja, diesmal greift er den Baby-Dragon an. So, und das ist halt ziemlich krass, wenn er aus der von der anderen Seite, und damit umgeht er ja halt auch quasi den Flächenschaden des Baby Dragons oder jeden Schaden, der da eigentlich kommen könnte. So, wir bringen mal die ersten gespielten. Oh nee, komm, jetzt nicht den Feuerball. Okay, sehr schön. Ich dachte jetzt schon, der Bot verhaut uns jetzt hier das ganze Game. Jetzt haben wir hier vier Blasrohr-Kobolde und die gegnerischen Koboldfässer gingen dort relativ schnell down. 25 Sekunden noch. Mal gucken, wie viel Damage die am King Tower machen. Ich rage das Ganze nochmal. Okay, da hauen die irgendwie rein. Sieht richtig gut aus. Also von der Animation her gefällt mir die Karte schon sehr. Vom Spielverhalten auch. Manchmal hat man Probleme, so eine schnelle Karte zu bändigen und man muss gucken, wie sie in ein Deck passen. Ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel mit einem Golem-Deck oder so gespielt wird, wenn die Karte so schnell ist und dort überholt. Allerdings ist sie halt auch sehr, sehr stark gegen Inferno-Türme. Oder auch, es ist ja oft so momentan, wenn ja sehr viele Grabsteine und Öfen gespielt, ja, dann puckt, dann, was, dann packt man einfach einen Dart Goblin ganz nach vorne ans Wasser, an den Graben, und dann kann er den gegnerischen Ofen kaputt machen. Das kann richtig krasse Vorteile bringen, ihn dorthin zu setzen. Ich bin gespannt, wer sich verhält. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Alles klar, Leute, haut rein.